Und mit dem Anblick des Jägers im Zentrum begrüße ich euch auch zu diesem Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, falls ihr euch übrigens fragen solltet, warum ich die ganze Zeit Jäger so ausspreche, das hat zwei Gründe. Und zwar, weil das Wort Jäger zum einen in dem Anime Attack on Titan eine große Rolle spielt und in dem Film Pacific Rim. Offensichtlich stehen die Ausländer allesamt auf unser deutsches Wort Jäger. Und ganz ehrlich, ich finde das so genial, dass das jede Weile in japanischen und amerikanischen Serien auch auftaucht. Die auch in der amerikanischen Version von Pacific Rim, in der Originalvertonung, werden die Riesenroboter Jäger genannt. Ja, Jägermeister heißt genauso in Amerika. Und ja, in Attack on Titan heißt es auch die ganze Zeit Jäger. Die singen das dann immer so schön. Und deswegen, ja, ich habe auch schon so eine gewisse Liebe zu diesem Wort entwickelt. Deswegen sage ich das immer so. Jäger! Ich bin hier, um mit dem Jäger zu reden. Ich bin wegen des Auftrags hier. Hast du eine Ahnung, was für ein Monster es ist? Nein, aber es muss ziemlich groß sein. Es hat ein Dutzend Wölfe gerissen und ausgeweidet. Aber das meiste hat es übrig gelassen. Das heißt, dass es aus Bosheit tötet. Nachts hört man es wild heulen und bellen. Die Leute trauen sich nicht mehr in den Wald, obwohl das Dorf hungert. Ich kann mich um das Monster kümmern, aber nicht kostenlos. Wie viel willst du? Gucken wir mal. Ich werde nicht allzu hoch gehen, weil... Du verlangst viel. Naja, angesichts der Arbeit... Geh ein paar Kronen runter, dann kommen wir ins Geschäft. Ja, ich wollte jetzt extra nicht zu krass viel höher gehen, weil ich ja weiß, dass das Dorf nicht allzu viel zu bieten hat. Das können wir dir zahlen. 275, das sind 17 Kronen mehr. Ich hoffe, das ist verkraftbar. Gut, ich kümmere mich darum. Das Glück war uns hold, als es dich hergeführt hat. Gute Jagd wünsche ich. Okay, erkunde den Wald mit Hilfe deiner Hexersinne. Jetzt werde ich mich natürlich zuerst darum kümmern, bevor ich mich um den Möchtegern-Hexer kümmere. Eins nach dem anderen. Mal gucken, vielleicht ist der Möchtegern-Hexer ja auch schon hier irgendwo in der Nähe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Friedhof hier großartig weit entfernt ist. Boah, aber schön düstere Wälder, ach herrlich. In düsteren Wäldern gegen finstere Monstrositäten zu kämpfen, what the fuck? Das sah jetzt auf den ersten Blick aus wie ein Kreis aus Wolfleichen. Trotzdem ist das merkwürdig. Das ganze Rudel getötet. Das sieht so aus, als ob sie in einer bestimmten Formation angeordnet wurden. Ganz merkwürdig. Ich habe das Gefühl, diese Anordnung ist nicht Zufall. Richtig groß. Uiuiui. Spure den Folgen, wollte ich jetzt gerade ernsthaft sagen. Ja, genau. Spure den Folgen. Folge den Spuren. Das Viech scheint es recht eilig gehabt zu haben. Hat ganz schön viel Fell am Stamm gelassen. Der Geruch ist noch da. Musste sich wohl einmal ordentlich kratzen, was? Ich kenne nur eine Kreatur, die sich an einem Baum kratzen würde. Baloo der Bär! Na, wo ist er? Entweder er oder der Charmin-Bär. Einer von beiden muss es gewesen sein. Wenn es jetzt am Ende echt ein Bär ist, dann fresse ich einen Besen. Hallo? Stinkt nach Bierscheiße. Ja, alt und vertrocknet. Der Bier ist schon länger in der Gegend. Bier? Das klingt wie eine fast ausgestorbene Tierart, also eine vom Aussterben bedrohte Tierart. Hat so ein bisschen was von Büffel und Bison. Ein Bies. Eine Höhle? Interessant. Finde ich dort das Bies? Vielleicht sogar die Schön? Na? Geralt, du kannst ruhig runterfallen. Kannst mir vertrauen. Okay. Manuskriptseite. Habe ich nicht gelesen.
Der steinige Pfad zur Größe. Geh weg, ich will wissen, welches Schema ich bekommen habe. Überlegene Katze. Nicht schlecht, I guess. Ach, erkunde die Höhlen. Oh, ups. Ich dachte, ich soll hier einfach nur durchlaufen. Oh, wow, 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 wow. Heilige Scheiße. Noch nicht lange tot. Was es wohl umgebracht hat? Ist das ein Biest? Sehen die so aus? Alter. Blutige Feldstücke. Das zweite Biest hatte eine andere Farbe. Oh. Noch eine Spur. Aber sie ist zu klein für einen Biest. Pfotenabdrücke. Der Kampf hat eine Weile gedauert. Da ist auch noch was. Die haben beide viel Blut verloren. Ein Short, das muss es sein. Hat wohl mit dem Bies um sein Territorium gekämpft. Ich muss ihn irgendwie herlocken. Okay. Bereite Köder mit Hilfe des alchemistischen Rezepts vor. Interessant, habe ich wieder so ein questspezifisches Alchemie-Rezept bekommen. Chortköder. Monsterkot und Krähenauge. Ah, perfekt. Zack. Fertig. Verteile den Köder um den Hügel. Neuer Questgegenstand erhalten. Ja, ist ja gut. Nein. Nein. Ach, dammit. Ich muss das erst ausrüsten. Ja, okay. Inventar. Das packe ich raus. Und stattdessen kommt der Chortköder hier rein. Bam. Ja, jetzt habe ich ihn. Okay, verteile den Köder um den Hügel. Na super. Yikes. Hoppala. So. Yummy. Geschafft. Das müsste die Aufmerksamkeit des Chorts auf sich ziehen. Naja, aber dreimal musst du das noch verteilen, Geralt, ne? Wir müssen schon korrekt machen. Hoppala. Das sieht aus wie eine Flasche mit Puder, die er rumstreuen würde. Fehlt nur noch, dass er sagt, bisschen Pfeffer. Sieht gerade echt nach so einem typischen Szenario aus. Ein bisschen Pfeffer. So, noch einmal. Und das letzte Mal. Den Geruch dürfte es meilenweit riechen. Ja. Und dabei ist deine Nase so empfindlich, Geralt. Deine Hexernase. Die Lüfte taucht garantiert du armer Kerl. Auf. Ich muss nur in der Höhle warten. Okay. Na dann. Zack. Warte in der Höhle, bis der Chort die Witterung aufnimmt. So. Jesus. Komm schon. Boah, der sieht aber auch schon ziemlich fertig aus. Brüllaffe. Aus dir mach ich ja, was jetzt? Chort oder Brüllaffe? Was von beiden? Alter. Ist das ein Viech, ey. Guckt euch das an. Ich bin froh, dass ich gegen das Viech antreten muss und nicht gegen das Biest. Ich finde, das Biest sah deutlich creepier aus. Und außerdem, was zum Fick machst du gerade? Was macht das Viech? Habt ihr das gesehen? So ein bisschen in der Luft rumhängen. Jaja. Schwalbe, Schwalbe. Das Axi-Zeichen scheint ihm gar nichts zu machen. So, und weg. Hahaha, sehr gut. Monsterherz, Monsterblut, rohes Fleisch, Chorthaut, Chortmutagen, Blauzorn und Chort-Trophäe. Boah. Was für krasse Viecher, alle beide. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, vor dem Biest hätte ich etwas mehr Schiss gehabt. Weil es ist so eine richtig lange, schlaksige Gestalt, die so aussieht, als ob sie deutlich agiler wäre. Das Chort ist so ein kleines bisschen bulliger. Langsamer, aber dafür stärker. Und der, ja, das Biest dafür schlanker und wendiger.
Und ganz ehrlich, so schlanke Viecher, die sich dadurch auch etwas agiler bewegen können, die sind mir viel suspekter und viel unangenehmer als so dicke, frotzige In-Your-Face-Viecher, die einfach nur mit ihren Muskeln sich auf dich stürzen. Ja. Puh. Sind zwar auch respekteinflößend, aber für mich persönlich, ja. Diese langen, schlaksigen Gestalten finde ich einfach gruseliger. So. Was denn? Ich habe sie erledigt, Herr Jäger. Im Wald in der Nähe war ein Short. Der hat mit einem Bies um sein Territorium gekämpft und ist aggressiv geworden. Ein Short, ein Bies? Was wollen die von uns? Kommen da noch mehr? Paktieren sie gegen unser Dorf? Wohl kaum. Ich halte die Augen offen, ob da draußen noch mehr ist. Alles Gute, Hexer. Hier, nimm die Börse. Das ganze Dorf hat gesammelt. Danke. Pass auf dich auf. So, nice. Wieder ein zufriedener Kunde. Mysteriöse Spuren ja. Ich hab's schon richtig ausgesprochen, aber irgendwie klang es in meinen Ohren trotzdem falsch. Ich zweifle schon aus Prinzip an meinen Worten und an meiner Aussprache. So, da gab es doch... Hier, der möchte gern Hexer für Stufe 10. Ha! Gottchen, das wird ja ein Kinderspiel. Bin gespannt, wie viele Schläge ich für das Monster brauchen werde, das dieser Hexer erledigen soll. Falls er denn überhaupt sich traut, gegen das Viech zu kämpfen und dagegen anzutreten. Wow, wow, wow. Hallo, Ghoul. Suche mit deinen Hexersinnen nach dem Scharlatan. War das ein einziger Ghoul hier oder was? Ist ja luschig. Ja, und? Ja, Fußspuren. Und? Oh. Danke. Danke. Ach, du kommst gerade recht. Noch einen Augenblick und der Ghoul hätte mich filettiert wie eine Flunder. Ich weiß gar nicht, ob ich hätte eingreifen sollen. Dein Kampfstil ist mir neu. Ich hätte dir einfach zusehen sollen. Wo wurdest du ausgebildet? In der Schule der Schnecke? Aber woher hast du dann dein Wolfskopfmedaillon? Das frage ich mich auch gerade. Du bist ein echter Hexer. Ach nee, echt? Woran hast du das denn gemerkt? Was hat mich verraten? Dass ich mir beim Anblick eines lausigen Ghouls nicht in die Hose gemacht habe? Antworte mir. Woher hast du das Medaillon? Ich habe es von einem fliegenden Händler. Oh, da kommen Dörfler. Bitte, verrate mich nicht. Das Monster ist tot. Oh, was ist das? Zwei Hexer? Wir haben aber nur einen eingestellt. Hier ist nur ein Hexer. Ja, wenn man... bedenkt, was du mit der Tochter von dem einen Kerl gemacht hast, ich weiß nicht so recht. Aber die Frage ist jetzt auch, wie hat er seine Tochter betört? Also offensichtlich, es muss ja gegen ihren Willen gewesen sein, weil sie hat ja gesagt, oh, ich bringe ihn um, ich hoffe, das Monster tötet ihn. Und ja. Also ganz ehrlich. Es ist zwar... einigermaßen ehrenhaft, dass du tatsächlich zum Friedhof gegangen bist, um zu versuchen, das Monster zu erledigen, aber... naja, es ist... Ich bin hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Also, ich wünsche ihm nicht den Tod, so viel sei gesagt, aber der soll sich hier bloß nicht wieder... Ach, scheiß drauf, komm. Hier ist nur ein Hexer. Dieser Mann ist ein Scharlatan. Er reist von Dorf zu Dorf und legt die Leute rein. Nein, so ist das nicht. Ich kann alles erklären. Bestimmt. Er ist ein Gauner, ein Betrüger. Oh, wir haben Gesetze für seinesgleichen, besondere Strafen. Danke, dass du ihn enttarnt hast, Meister Hexer. Lasst ihn ziehen, bringt ihn zum Dorfältesten. Ja, wie gesagt, die Sache mit der Tochter geht mir nicht aus dem Kopf. Ohne Scheiß. Hat er sie wirklich... irgendwie gezwungen? Hat er sie vergewaltigt? Ich weiß es nicht. Na. Ihr solltet ihn zum Dorfältesten bringen. Natürlich.
Der entscheidet, was aus dem Halunken wird. Der letzte Betrüger, der hier durchkam, hat mit Falschgeld gezahlt. Wir haben ihm die Hand abgehackt. Gewiss wird euer Ältester dafür sorgen, dass die Strafe dem Vergehen angemessen ist. Fangt damit an, dass ihr ihm das Schwert abnehmt und sein Medaillon ins Feuer werft. Lebt wohl. So. Strafe muss sein, ganz ehrlich. Ich möchte gern Hexer. In so einem Fall muss Strafe sein, definitiv. Gut. Ah, damit hätten wir den Auftrag auch erledigt. So, gibt es noch irgendeinen Hexerauftrag? Für Stufe 22 gibt es sogar mindestens zwei, habe ich hier gezählt. Irgendwelche Nebenquests, die für Stufe 21 sind? Nope. Okay, dann weiter mit den Hexeraufträgen. Nice. Das Rätsel der Morde von Kleinweg. Finde heraus, was in Kleinweg passiert ist. Habe ich abgeschlossen? Das war doch dieses kleine Dorf, an dem ich ganz kurz mal vorbeigeritten bin. Das weiß ich noch. Und dann habe ich irgendeine Quest ins Gesicht geklatscht gekriegt. Im Vorbeireiten. Und zu dem Zeitpunkt war ich ja noch scheiße schwach und die ganzen Ghule in dem Dorf waren mir gefühlt 10 Level überlegen. Jetzt sollte es mittlerweile kein Problem sein, die zu erledigen. Deswegen gucke ich mal. So, hier ist der Herr Schmied. Ich will mal gucken, was er mir herstellen kann. Verlässliche Waffen hat. Ah, Waffenschmied. Okay, dann. Ich möchte, dass du. So, gucken wir mal, ob er uns. Wolfsstahlschwert. Ja, kann er. Okay, müssen auf Großmeisterstufe verbessert werden, um Boni freizuschalten. Lederstücke, Stahlbarren, Monsterhirn und Monsterauge. Easy. Zack, zack, fertig. Okay. Das wäre die Stahlwaffe und die Silberwaffe Wolfs Silberschwert. Was sind eigentlich hier die ganzen Boni? Bonus für drei Teile auf ein Schwert können bis zu drei verschiedene Öle zugleich angewendet werden. Oh, krass. Bomben werden verzögerungsfrei geworfen. Oh, das mit den drei verschiedenen Ölen klingt ja richtig geil. Das ist ja nice. So, Wolfs Silberschwert. Gut. Wäre das erledigt? Krassere Waffen kann ich scheinbar nicht bei ihm herstellen. Weil ich bin mir sicher, ich habe schon Schematas für bessere Schwerter gefunden. Aber ich nehme an, das Level von diesem Schmied ist zu niedrig. Bis dann. Aber immerhin konnte er mir das Wolfszeug herstellen. Das ist ja schon mal was. Okay, bei der Gelegenheit Schleifstein und Rüstungs... Werkbank, damit ich meine Waffen ein kleines bisschen aufwerten kann. Einmal noch die Wasserflasche, damit mein 20-Minuten-Buff hält. So. Besiege die Ghule im Dorf. Okay. Ba-ba-ba. So, auf nach Kleinweg. Zack. Zum Glück habe ich dort noch den Schnellreisepunkt. So, wie sieht's von der Zeit her aus? Oh ja. Ein bisschen was können wir noch machen, bevor ich Schluss mache. Wow. Ja, geil. Kommt einfach aus dem Boden gesprungen. Habt ja sonst nichts zu tun, was? Aber wir machen denen ja richtig viel Schaden. Krass. So, betäubt. Zack, 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 zack. Fertig. Verreckt allesamt. Hoppala. Oh, ich hätte Schwalbe. Ich hätte meditieren sollen und dadurch Schwalbe aufwerten. Uah. Kacke, 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 kacke. Uah. Das war vielleicht nicht allzu clever. Ja, kommen die hinterher oder nicht? Muss ich mich ein kleines bisschen entfernen. Ah, jetzt wurde, glaube ich, automatisch gespeichert. Kann das sein? Das sah zumindest danach aus. So. Jetzt kümmere ich mich um den einen, der sich entschieden hat, etwas weiter abseits zu stehen. So. Und hier ist noch einer mit wenig Energie. Den hole ich mir als nächstes. Zack, fertig. Haha! Schön in den Rücken rein. Sehr gut. Zack. So. Spitzwegerig. Ist da jemand?
Ihr könnt rauskommen. Es ist wieder sicher. Oh, jetzt erzähl mir nicht, dass hier tatsächlich noch Dörfler gewesen sind. Höchstens in der Hütte da hinten. Da brennt noch Licht. Ah, ein Hexer. Was ist passiert? Die Nilfgaarder haben hier geplündert. Nach Wertsachen gesucht. Als ob wir was hätten. Wer hat sie getötet? Ihr ja sicher nicht. Ich weiß nicht. Müssen die Bestien gewesen sein, die du abgeschlachtet hast. Ich habe noch nie erlebt, dass Ghule jemandem helfen. Du lügst ziemlich schlecht sogar, ja. Also, ja. Zack. Das wäre das erste Mal, dass Ghule einem Dorf in Not helfen. Wenn das so weitergeht, fangen sie noch an, Aufträge anzunehmen. So war es, aber warum sich länger den Kopf zerbrechen? Ich bin neugierig. Du verheimlichst mir etwas. Ich werde herausfinden, was. Hier gibt's nichts. Nicht mal die Schwarzen haben was gefunden. Aus dem Weg. Ja. Wie Geralt schon richtig die Nase gerümpft hat. I don't buy your bullshit. So. Hier gibt's nichts Interessantes. Aha. Erkunde das Dorf mit Hilfe deiner Hexersinne. Sein mit dir. Was ist da in der Truhe? Konfisziert. Das Brot ist jetzt konfisziert. Aus Gründen für Ermittlungen und so. Was wird in diesen Öfen gemacht? Die stechen schon ein kleines bisschen hervor. Aber scheinbar kann ich sie nicht näher untersuchen. Oh, da ist was, da ist was, da ist was. Etwas Rotes. Das waren Ghule. Ach nee, echt. Super, Geralt. Das war kein fairer Kampf. Hatte keine Chance. Ah, da oben ist ja noch eine Hütte. Zwei sogar. Die Kiefer sind so stark, dass sie die Rüstung zerdrückt haben. Eieieiei. Mit großer Kraft auf den Boden geschleudert. Innere Blutungen. Der Geruch von Blut ist noch stark. Ich sollte ihm folgen. Folge dem Blutgeruch mit Hilfe deiner Hexersinne. Er führt in eine der Hütten. Hier gibt es nichts. Warum beharrst du so sehr zu diesem Haus? Was ist hier passiert? Wie meinst du das? Letzte Chance. Was ist mit den Nilfgaardern passiert? Was ist hinter dieser Tür? Was weiß ich? Hör mal zu. Wenn du mir nicht alles sagst, was du weißt, könnt ihr alle sterben, klar? Kannst du mit dieser Bürde leben? Unter dem Dorf gibt es Tunnel. Tunnel? Elfenruinen. Wir haben dort nach Schätzen gesucht und die dann an Händler aus Novigrad verkauft. Niemand hätte mit etwas Bösem gerechnet. Im Schutt haben wir eine Kammer gefunden mit einer schlafenden Bestie. Wir haben die Stützbalken zerstört, die Decke ist eingestürzt. Aber das Monster wurde nicht begraben. Wie sah das Monster aus? Es war so dunkel da unten. Ich konnte nichts sehen. Und wie hat es die Nilfgaarder umgebracht? Ich bin weggerannt. Ich hab's nicht gesehen. Gib mir den Schlüssel für die Tür. Du willst reingehen? Nein, ich will mir daraus eine Halskette basteln. Und jetzt her mit dem Schlüssel. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ihr habt euch zum Bau des Monsters gegraben und dann den Eingang verschüttet. Aber die Nilfgaarder haben ihn geöffnet und nach Schätzen gesucht. Das Monster hat die Schwarzen getötet und ist in seinen Bau zurück. Ihr wolltet die Leichen begraben, aber der Gestank hat die Ghule ins Dorf gelockt. Stimmt das so? Ja, das war so, wie du sagst. Ich gehe runter. Wenn ich lange wegbleibe, lauft weg. Die Tür zu verrammeln, zuzunageln, nützt nichts. Es muss andere Wege aus den Tunneln geben.
So, und später soll ich scheinbar noch mit dem Kommandant der Nilfgaardischen Patrouille reden, aber ich weiß nicht, ob das notwendig sein wird, wenn ich hier noch gleich einem Monster gegenübertreten werde. Boah, ey, die Hütte ist ja echt mit Blut fast schon gestrichen worden. Alter Vater. Hm, die Bretter lassen sich anheben. Alles klar. Gut, allerdings werde ich erst im nächsten Part herausfinden, was sich dort unten befindet. Also ich meine, wir wissen schon, klar, Elfenruinen und ein riesiges Monster. Aber wir werden erst im nächsten Part herausfinden, wie diese auch tatsächlich aussehen. Von daher, vielen lieben Dank fürs Zusehen, Leute, und ich hoffe, ich kann euch auch zum nächsten Part von The Witcher 3 Wild Hunt begrüßen. Bis dahin, ciao, ciao!